Ein wunderschöner, spannender Film auf einer riesigen Leinwand. Dieser Geruch von Popcorn, diese prickelnde Spannung. Ja. Dann ein toller Sound dazu, wenn dann irgendwas passiert. Wow, bei so einem Actionfilm, das ist es doch, oder? Das ist es. Das klingt ein Stück weit nach Kino, was du da gerade beschreibst. Aber Kino kann ein sehr kostspieliges Vergnügen sein. Es recht, wenn du damit mit zwei Erwachsenen und zwei oder drei Kindern reinmarschierst. Dann noch Popcorn dazu, vielleicht nochmal eine Cola oder eine Apfelschorle oder ein Eis. Da sind sie locker mittlerweile bei 70, 80 Euro angekommen. Und das ist kein Witz, besonders dann, wenn der Film auch noch Überlänge hat. Ja? Machen Sie das doch ganz einfach zu Hause. Aber Ihnen fehlt noch der Beamer dazu. Da steht einer. Und zwar ein richtig guter sogar. Und den werden wir vorstellen. Ich bin selber heiß drauf, weil ich schon verschiedenste Beamer in meinem Leben besessen habe. Ich muss aber zugeben, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist der von Scenelight absolut fantastisch. Normalerweise fangen vergleichbare Geräte so bei 700, 800 Euro ungefähr im VK an. Was mich jetzt am Anfang wirklich begeistert hat, der läuft ja hier die ganze Zeit und der ist absolut geräuschlos, ne? Da hast du recht. Da hast du recht, ja. Also ist extrem das leise. Ist toll. Ja. Also das alleine ist schon mal ein absoluter Knaller. Normalerweise ist natürlich der Lüfter, um hier entsprechend also auch die Lampe zu belüften, um ein Vielfaches lauter. Also ich hatte einen wirklich richtig guten Beamer von einem Markenhersteller, der war ungefähr dreimal so laut wie dieser hier. Insofern hast du vollkommen recht. Gibt natürlich dieses richtige Kino-Feeling. Du willst den Sound hören, du willst hören, wie der Hubschrauber startet, du willst das Rascheln von der Popcorn-Tüte ein Stück weit hören. Genau, das wollen ähnlich wir doch, wie das im Kino aussieht. Aber auch das Bild ist natürlich sensationell. Das ist ein HD-fähiger Beamer. Das heißt, du kannst natürlich auch dein Fernsehsignal drüber schleifen. Du kannst sogar in Full HD die Inhalte wiedergeben, wenn du das möchtest. Mhm. Wenn natürlich das Ausgangssignal zum Beispiel von deinem Laptop oder von deinem USB-Stick in Full HD aufgezeichnet wurde, gibt der Beamer natürlich auch das Full HD-Signal wieder. Und das ist wirklich eine Qualität, wie man sie an anderer Stelle sonst nur aus dem Kino kennt. 284,91 Euro. Das ist unser TV-Sonderpreis heute für Sie. Da heißt es zugreifen, wenn Sie schon immer Kinoerlebnisse richtig zu Hause haben wollten mit ihrem eigenen Beamer. Das ist natürlich alleine schon mal schön, wenn man gemütlich da vielleicht mit dem Partner auch einen tollen Film guckt, aber dann halt auch mit Freunden. Aber das muss man ganz ehrlich sagen, diese soziale Komponente, die da dazu kommt, die spielt hier eine erhebliche Rolle, weil da kannst du wirklich mal einladen, kannst sagen, pass mal auf, wir machen einen tollen Filmabend und kannst dann hier wunderschön natürlich die Filme in dieser tollen Qualität genießen. Die passenden Leinwände, die haben wir auch für Sie, die zeigen wir Ihnen gleich im Anschluss. Die werden wir auch noch zeigen. Das Schöne ist, du kannst mit dem Beamer zwischen einer Diagonale von 1,90 Meter, aber bis rauf auf 4,20 Meter gehen. Und 4,20 Meter Bilddiagonale, das ist ehrlich gesagt schon deutlich mehr als das, was ich überhaupt an Wänden bei mir zu Hause zur Verfügung habe, nur um ein reines Bild zu projizieren. Wenn man sich mal überlegt, wie groß eine Kinoleinwand ist. Ich kenne sogar Kinos, die noch nicht mal auf die gut 4 Meter Diagonale kommen. Und selbst das ist schon ein absolutes Erlebnis. Und das in HD oder sogar in Full-HD-Qualität. Absolute Spitzenklasse. Das ist übrigens die Soundbar, die werden wir gleich im Abschluss auch noch kennenlernen. Ist natürlich super, um den Sound noch mal ein Stück weit zu verstärken. Aber zwei Stereo-Lautsprecher hast du ebenfalls mit drin und da kommt schon mal ein ganz ordentliches Signal raus. Eine Sache kann ich allerdings verstehen, warum der ein oder andere vielleicht in den letzten Jahren dann doch eher Abstand genommen hat vom Kauf eines Beamers. Auch wenn es noch so luxuriös oder vom Gefühl her so toll ist. Warum? Das ist natürlich das Thema mit den Lampen. Also normalerweise einen Beamer in der Anschaffung ist vom Preis her noch etwas, wo du sagst, gut, den kaufe ich nicht für eine Saison oder mal für ein, zwei Jahre. Da habe ich viele, viele Jahre Freude dran. Klar. Aber natürlich nutzt du ihn. Und die etwas älteren Birnen, die hatten früher vielleicht gerade mal ein paar Stunden tatsächlich Lebensdauer. Und so eine Birne war relativ teuer. Wie ist das bei diesen Glühbirnen hier drin? Wir reden von LED-LCD-Technologie. Und diese Glühbirne, die wir hier drin haben, hat alleine schon rund ca. 20.000 Betriebsstunden. Und das ist ungefähr 5- oder 6-mal so viel wie die klassischen Lampen, die sie früher noch in den Beamern herkannten. Und das Schöne ist, dass wir natürlich auch vom Verbrauch her mit der LED-LCD-Technik auf einen verschwindend geringen Wert kommen. Wir haben maximal 220 Watt Leistung und auch das ist deutlich weniger als das, was man von den Beamern in den letzten Jahren herkannte. Also hier alles perfekt. Absolut. Preis-Leistungs-Verhältnis, geringer Verbrauch, eine tolle Sache. 284,91 Euro ist unser TV-Sonderpreis für diesen tollen Beamer aus dem Hause Scenelight. Heute für Sie NX40 92 und die 569. Das ist Ihre Bestellnummer. Und wie Sie bestellen, das wissen Sie vielleicht schon. Ansonsten sage ich es Ihnen gern nochmal. Einfach anrufen bei den Kollegen im Callcenter unter der 0180 51 51 dreimal die 2. Dann am Telefon die Bestellnummer nennen. Und schon ist der Beamer innerhalb von wenigen Tagen bei Ihnen zu Hause. Und auch Sie können dieses
Kino-Feeling, wirklich diesen Filmgenuss zu Hause dann im Privaten haben. Ein wirklich tolles Erlebnis. Und du hast am Anfang was ganz Wichtiges angesprochen, gerade wenn sie Kino lieben. Ich bin ja auch so ein totaler Kino- und Filmfan. Ich gehe super gerne ins Kino, gerade mit Popcorn dann zu sitzen. Aber das ist mittlerweile natürlich schon eine Sache, die kann man sich nicht mehr so oft gönnen, weil das wirklich ins Geld geht. Ja. Ne? Mit meiner Tante, die hat 4 Kinder, waren wir im Kino. Wir waren mit, wie gesagt, 2 Erwachsene, 4 Kinder, über 90 Euro los. Für einen Kinofilm. Ja, ja, ganz für einen Film. Da überleg mal, wenn wir hier einen Beamer haben für 284,91 Euro, das hast du mit 3 Kinobesuchen quasi wieder raus. Unfassbar. Das muss man sich mal überlegen. Ja, ne? Übrigens, eine Sache wollte ich noch ganz kurz erwähnen, bevor uns gleich die Zeit wegläuft. Wir sind ja eigentlich noch relativ gut beleuchtet hier bei uns im Studio. Natürlich haben wir die Beleuchtung etwas runter reduziert, das ist ganz klar, damit man das Bild auch richtig gut genießen kann. Hätten wir aber gar nicht tun müssen, denn das absolute Knallerargument für diesen Beamer, speziell für diese Technik, ist alleine die Lumenanzahl der Birne. Wir sprechen von 2800 Lumen. Und das bedeutet ganz einfach, dass Sie so einen Film also nicht nur in einem komplett abgedunkelten Raum schauen können, den können Sie auch mal bei ganz normalem Tageslicht auf die Leinwand projizieren oder von mir aus auch ganz einfach zu Hause auf die Wohnzimmerwand. Du kannst das Bild immer noch in einer brillanten Qualität hervorragend erkennen. Die Anschlüsse sind Spitzenklasse. Wir haben es gerade eben schon mal in der Nahaufnahme gesehen. Ja. Wir haben zweimal den HDMI-Eingang, beispielsweise einmal für das Satellitensignal, dann ist deines TV-Receivers, für unseren Pearl TV HD-Sat-Receiver zum Beispiel. Und dann nochmal den zweiten Eingang, den du jederzeit auch mal für eine Spielekonsole nutzen kannst. Mhm. Eine PlayStation, eine Xbox oder eine Nintendo Wii oder eine Wii U oder was, das macht schon richtig Spaß. Und du kannst natürlich auch jederzeit ohne ein externes Medium, sprich ein Laptop oder welche anderen Abspielmedien, deinen Beamer nutzen, weil du hier natürlich auch die beiden USB-Eingänge hast. Das heißt, du kannst deine Inhalte, egal ob Fotos oder Videos, auch jederzeit direkt vom USB-Stick über den Beamer auf bis zu 4,10 Meter Diagonale projizieren. Also kann ich quasi hier auch meine kleine Fotopräsentation, meine Diashow quasi vom Urlaub auf der großen Leinwand mit meinem Beamer machen und dann vielleicht die Fotos dann schön vom Strand oder von den Ereignissen, die man so hatte, dann schön präsentieren den Freunden und Verwandten. Das ist natürlich richtig toll. Da bist du gleich wieder mittendrin. Aber gerade bei so großen Bildern, ich meine, du kriegst natürlich auch einen 50, 55 oder einen 60 Zoll Fernseher momentan im Einzelhandel. Aber ich behaupte mal, unter 1500 Euro brauchst du da gar nicht großartig nachzusuchen. Also die Teile sind gerade in einer vernünftigen Größe, ehrlich gesagt, immer noch sündhaft teuer. Wenn du dich natürlich mit 40, 42 Zoll zufrieden gibst, kriegst du die schon mal recht günstig. Aber bitte, wenn man einen Blockbuster schauen möchte, ist doch ein großes Bild genau das Richtige. Ich habe zum Beispiel jetzt die Tage Avatar gesehen. Ich glaube, den hat RTL gezeigt oder was. Mhm. Wunderschön, ein tolles Bild, keine Frage, auf meinem 42 Zöller im Wohnzimmer. Aber es war mit dem Kinoerlebnis in keinster Weise vergleichbar. Wenn du diesen Film jetzt nicht auf 1,7 Meter Diagonale, sondern auf 3,50 Meter oder 4 Meter auf eine Leinwand projizierst, hast du das Gefühl, die Navi, die jagen dich und nicht irgendwie die Menschen, die da einen fremden Planeten besiedeln wollen. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Das ist also wirklich schon was ganz, ganz Tolles. Ein Erlebnis schlechthin. Also ein Beamer sollte meines Erachtens wirklich jeder zu Hause haben. 284,91 €, das ist Ihr TV-Sonderpreis, zu bestellen unter der Bestellnummer NX4092 und der 569. Da heißt es zugreifen. Es ist wirklich wert und Sie haben das Geld so schnell reingespart, wenn man überlegt, was Kinobesuche heutzutage kosten. Ganz, ganz toll. Und wir haben uns über die passenden Leinwände unterhalten. Sie haben eine schon hier bei uns im Hintergrund gesehen, aber wir haben 3 Stück an der Zahl für Sie heute im Angebot. Da können Sie sich die passende Größe dann für Ihr Zuhause natürlich auch, weil wir wissen ja nicht, wie groß ist Ihre Wohnung, wie groß darf die Leinwand sein. Da haben wir mal 3 Größen rausgesucht. Denken Sie da bitte ein Stück weit an den Abstand zwischen Beamer und Leinwand. Also wenn Sie jetzt einen etwas größeren Raum haben, von mir aus mit einer großen Mauer, aber der Raum gerade mal 3 Meter breit ist, dann könnte es natürlich, je nachdem, welchen Bildausschnitt Sie wählen, ein bisschen knapp werden. Schauen wir uns die Leinwand mal gemeinsam an. Ja, gerne. Weil die ist wirklich Spitzenklasse. Gerade in Ergänzung zu unserem Beamer. Nochmal, der hat 2800 Lumen. Das heißt, der ist also auch bei ganz normalem Tageslicht hervorragend einsetzbar. Richtig, Stimmung kommt natürlich dann gerade jetzt in den Wintermonaten auf, wenn es da mal ein bisschen dunkel geworden ist, wenn draußen der Regen an die Scheibe prasselt. Mhm. Aber so eine Leinwand ist schon Spitzenklasse. Und nicht nur die Vorderseite, die leicht reflektierend gestaltet wurde, damit also hier die Farben und die Kontraste noch mal etwas stärker rauskommen, ist erwähnenswert. Auch die Rückseite, und deswegen zeige ich das mal ganz kurz, die ist nämlich abgedunkelt. Das heißt, du kannst jetzt hier, ohne dass du lästige, störende Effekte hast, zum Beispiel irgendwelche Bilder oder Schatten, die von hinten auf die Leinwand kommen, jederzeit deine Bilder genießen. Und du hast eben die Ösen, das heißt,
heißt, du kannst sie ganz einfach mit einem kleinen Nägelchen oder mit einem kleinen Haken zu Hause an jeder Wand befestigen. Ja? Und das, was du jetzt gesagt hast, gilt ja für unsere drei Größen, alle drei, die wir Ihnen jetzt zeigen. Die erste ist die mit 152 Zentimetern Diagonale, also 60 Zoll, mit der PX3301 und der 569. Da liegen sie bei 28,41 Euro. Hier schon mal die Bestellnummern im Überblick unserer faltbaren Leinwände. Die zweite dann bei 90 Zoll, also 229 Zentimeter. Und die dritte, die wir Ihnen zeigen, bei 120 Zoll, also 305 Zentimeter Diagonale. Suchen Sie sich die passende Leinwand raus, die Sie haben möchten. Carsten hat es uns so schön erklärt, ein bisschen auf die Raumgröße schauen und auch auf den Abstand zu Ihrem Beamer dann, sodass es wirklich perfekt ist. Wenn Sie halt ein kleineres Zimmer haben, natürlich dann reicht oder sollte und muss quasi die 60 Zoll reichen. Ja. Wenn Sie dann ein bisschen mehr Platz haben, dann die 229 Zentimeter. Die haben wir für 47,41 Euro heute im Programm. Ja. Und all diese mit dieser schönen Beschichtung hier natürlich mit dieser reflektierenden, die du uns gezeigt hast, die Ösen. Wenn da die Ösen dran sind, kann ich die doch auch theoretisch dann mal mit rausnehmen, dann im Sommer, oder? Zu so einem Außenkino. Du siehst, wir haben sie eben aufgehängt. Das heißt, so ein paar kleine Knicke sind noch drin. Die hängen sich im Laufe von ein paar Minuten, hängen die sich locker aus. Aber die kannst du, egal von welcher Größe wir sprechen, ganz einfach kompakt zusammenfalten oder auch ganz einfach rollen. Also da wirst du definitiv einen Platz im Auto oder im Kofferraum haben. Also wenn ich jetzt in der Gartenlaube einen schönen Filmabend machen möchte, klar, dann rolle ich die einfach zusammen oder falte die zusammen, nehme die dementsprechend mit und hängst die mit zwei Nägelchen auf. Ein und dann kann ich die zwischen die Bäume hängen ohne Probleme. Zum Beispiel. Aber nächstes Jahr ist wieder Fußball-Europameisterschaft. Meine Herren, vergessen Sie das nicht. Ja, und wenn Sie da nette Freunde eingeladen haben, dann packen Sie noch den Grill daneben, ordentlich Kohle dazu, ein paar leckere Grillwürstchen und Bauchspeck obendrauf. Und dann bauen Sie den Beamer auf, schleifen das Fernsehsignal durch. Kiste Bier, los geht's. Die Kiste Bier und dann auf bitte auf so einer ordentlichen Diagonale dann mal ein Fußballspiel schauen mit dem passenden Sound, der vielleicht auch noch aus der neuen Soundbar kommt, die wir Ihnen gleich noch vorstellen. Also das ist doch wirklich mal ein sportliches Erlebnis, als wenn Sie live im Stadion dabei wären, oder nicht? Herrlich. Also da freut man sich direkt. Aber ja, logisch. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja, ich weiß, wie schön das ist, wie gemütlich das sein kann, was das für eine Stimmung dann sein kann. Und das ist es doch, was zählt hier wirklich. Deshalb suchen Sie sich bitte Ihre passende Leinwand aus. Hier haben wir noch die 229 Zentimeter für 47,41 Euro mit der Bestellnummer PX3302 und der 569. Wir haben aber auch eine Nummer größer nochmal, die mit den 305 Zentimetern. 120 Zoll. Die ist natürlich dann riesig groß mit der PX3303 und der 569. Schauen Sie, was bei Ihnen passt, wo Sie es aufhängen möchten, wie Sie es haben möchten. All unsere tollen Leinwände hier natürlich. Carsten hat es so schön gezeigt hier mit dieser wunderschönen Beschichtung. Das fasst sich auch ganz toll an. Dieses Reflektierende. Also viele machen den Fehler und projizieren zu Hause das Bild des Beamers auf eine strukturierte Tapete zum Beispiel. Da musst du dich nicht wundern, wenn das Bild nicht so scharf kommt, weil natürlich die Tapete eine Struktur hat. Deswegen nimmst du am besten so eine Leinwand jetzt hier. Ein ordinäres Bettlaken geht auch. Aber haben wir eine 60 Zoll Leinwand für unter 30 Euro. Da denke ich nicht großartig drüber nach. Ja. Wenn ich ein optimales Bild haben möchte, dann sorge ich für eine vernünftige Leinwand. Und die haben wir hier. Selbst die größte Größe ist immer noch absolut erschwinglich und sehr, sehr interessant. Mit 66,41 Euro für die mit den 305 Zentimetern Durchmesser. Da darf man wirklich nicht sagen, das ist ein Top-Preis hier bei uns heute bei Pearl TV. Deshalb zuschlagen, einfach anrufen bei den Kollegen im Callcenter. Hier sehen Sie nochmal all unsere Bestellnummern im Überblick. Mit der 60 Zoll, also 152 Zentimeter Diagonale, PX3301 und die 569, 229 Zentimeter, also 90 Zoll Diagonale mit der PX3302 und der 569 und die 305 cm 120 Zoll Diagonale mit der PX3303 und der 569 zugreifen. Ganz, ganz tolle Preise hier heute für unsere wunderschöne Leinwand. Wenn wir jetzt die passende Leinwand haben und auch den tollen Beamer. Du hast vorhin den Ton angesprochen. Ja. Der Beamer an sich hat schon Boxen, also der hat schon einen tollen Sound. Aber man kann das natürlich auch noch mal verstärken. Denn gerade beim Filmgenuss, Sie kennen das bestimmt, da muss es dann manchmal so richtig rumsen. Da muss man wirklich das Gefühl haben, mittendrin zu sein. Und da braucht man einfach einen guten Klang. Ich stell mal vor, du ziehst ja Transformers rein, da macht es immer einen Puff.
Ja. Da muss es rumsen, da muss das ganze Haus zusammenkrachen, da muss auch der Nachbar, der noch drei Häuser weiter wohnt, denkt, oh Gott, was ist denn da passiert? Das ist ein richtiges Filmerlebnis, ähnlich wie im Kino auch. Wenn wir im Kino sitzen, was hat der gerade gesagt, was, ist da was passiert? Ist doch langweilig, da gehört ein vernünftiger Sound dazu. Aber wie das eben mitunter so ist, gerade auch schon mal bei den modernen Fernsehern, die sind ein Zentimeter, 1,5 Zentimeter stark, da kommt doch nichts mehr raus, ist doch kein Wunder. Früher hat es einen ordentlichen Resonanzraum. Da brauchst du eine Soundbar für. Ja. Und das haben wir jetzt hier in unterschiedlichsten Varianten. Das hier eins der absoluten Klassiker, das meistgewählte Modell momentan bei Pearl TV. Die war auch ganz lange ausverkauft. Die war ewig lange ausverkauft. Ich wollte selber eine haben. Endlich wieder da aus dem Hause auf Visio, unsere 2.1 Soundbar. Die hat echt einen Wahnsinnsklang und ist wunderschön gearbeitet. Deshalb verstehe ich, warum sie alle zugegriffen haben, gerade beim Preis von 75,91 €. Ich glaube, da überlegt man gar nicht lange. Die ist wirklich, muss ich mal sagen, absolut schick. Ja. Ganz, ganz edel gemacht. Und die kann ich ja aufhängen oder unter den Fernseher stellen, oder? So wie du es möchtest. Also die Aufhängevorrichtung und natürlich auch das Montagematerial ist alles komplett mit dabei. Und ich hatte gerade eben schon mal den Klang mal angemacht. Ganz ehrlich, das ist beeindruckend, was da rauskommt. Wir haben hier zwei Lautsprecher mit 2x5 Watt RMS plus den Subwoofer mit 1x12 Watt RMS. Das ist schon ein richtiges Sound, ein richtiges Klangerlebnis. Und gerade bei einem Blockbuster, wenn du einen Actionfilm schaust, dann musst du dir also wirklich, wenn das Auto mit quietschenden Reifen losfährt, muss dir dieser Sound durch Mark und Bein gehen. Da muss der dicke Zeh an. Muss der Boden vibrieren. Wie bei Jurassic Park, wenn der Tyrannosaurus Rex auftritt, roms, wenn das Wasserglas so leicht vibriert. Ja, das darf nicht klingen wie ein Püff oder ach, guck mal, da kommt ein Hase angehöppelt. Nein, da kommt ein Tyrannosaurus Rex um die Ecke rum und das muss man bitte auch entsprechend hören. Ganz egal, ob Sie beim Beamer schauen oder ganz klassisch auf dem Fernseher. Das ist natürlich eine super Angelegenheit. Wobei ich jetzt hier gerade ein bisschen fusche. Sage ich dir ganz ehrlich, ja. Wir haben das jetzt nicht mit dem Beamer verbunden. Ich spiele gerade die Musik direkt vom Stick ab. Das kannst du ja auch machen, wenn du möchtest. Das kann man auch machen. Also ja, man natürlich. Kann auch hier mit dem USB-Stick einfach die Musik abspielen. Ja, mit dem USB-Stick oder sogar auch von der SD-Karte runter. Das ist einfach nur ein Slot drunter. Das Schöne ist, Sie müssen es einfach nur einschalten. Er erkennt automatisch, welches Speichermedium Sie drin haben. Und schon geht das mit der Musik oder natürlich auch mit dem Klangerlebnis vom Beamer oder auch von Ihrem Fernseher los. So, jetzt mache ich den aber nochmal kurz aus. Moment, komm ich so nicht dran, machen wir es zu Fuß. So, und dann zeigen wir dir das gute Stück nämlich auch mal von der Rückseite. Ja, klar, da sind gerne. Nämlich alle Anschlussmöglichkeiten vorhanden. Hier sehen wir es gerade noch mal mit dem USB-Stick. Ganz einfach einschalten, er kennt automatisch, aha, ein USB-Stick ist angedockt und fängt automatisch an, deine Lieblingsmusik vom Stick dann entsprechend abzuspielen. Aber ich habe gesehen, da war auch ein Kartenslot. Das heißt, ich kann auch SD-Karte, richtig. Ja, ganz und genau. Auch via Bluetooth verbinden dann mit meinem Bluetooth Smartphone. Via Bluetooth ist natürlich auch ein Thema, was bei den Fernsehern oder bei dem Beamer so nicht funktioniert, funktioniert natürlich mit den Smartphones oder mit den Tablets heutzutage. Die meisten davon, unsere sowieso, haben alle die kabellose Datenverbindung zu solchen Geräten jetzt hier. Und du kannst also mit 10 Meter Reichweite zum Beispiel dein Smartphone in der Küche liegen lassen und die Soundbar im Wohnzimmer ganz einfach mit deiner Lieblingsmusik vom Smartphone betreiben. Toll. Muss auch nicht dauernd laufen. Du hast die Fernbedienung mit dabei. Das heißt, du kannst also hier jederzeit deine Lieblingsmusik natürlich auch vor und zurück machen vom Titel her. Du kannst lauter, leiser machen und selbstverständlich auch noch mal eine HiFi-Anlage, die du vielleicht schon zu Hause hast, über die Cinch-Ein- und Ausgänge jederzeit damit koppeln. Ja. Was sehen wir hier jetzt? Das sind die gesamten Anschlüsse? Das sind die Anschlüsse, das sind die ganzen Cinch-Anschlüsse. Da kannst du jetzt also beispielsweise noch ein weiteres Boxenpaar von mir aus oder ein Surround-System noch mal anschließen. Wobei allein vom Klangerlebnis her ist das jetzt hier mit so einer Soundbar meines Erachtens absolut vergleichbar mit diesen umständlichen Soundsystemen, diese 5.1-Systeme, wo du ja normalerweise zwei Lautsprecher vorne hast, zwei im hinteren Teil, den Subwoofer noch in der Mitte, um dieses Raumklangerlebnis zu erzeugen. Ganz ehrlich, der schafft das ohne diesen großartigen Aufwand. Du hast hier ein Teil, kannst es jederzeit, was du eben meintest, an der Wand befestigen oder ganz einfach unter den Fernseher stellen. Das passt optisch hervorragend zu den meisten Geräten. Und dann hast du wirklich endlich mal ein vernünftiges Klangerlebnis. Oder eben unabhängig vom Fernseher oder vom Beamer, ganz einfach deine Lieblingsmusik kabellos über Bluetooth oder USB oder Micro-SD-Karte oder SD-Karte spielen. Eine tolle Sache. Und für 75,91 € absolut beliebt bei Ihnen. Die war sofort ausverkauft. Jetzt ist sie wieder lieferbar. Das heißt, wenn Sie jetzt anrufen unter der
01801515 3 × 2. Dann können Sie bestellen, Ihre Bestellnummer hier, die PX1389 und die 569. Dann ist sie innerhalb von wenigen Tagen bei Ihnen zu Hause. Ganz egal, ob Sie, Sie haben es gehört, Sie einen Beamer anschließen, an Ihren Fernseher oder ob Sie so darauf Musik abspielen, entweder per USB oder per Bluetooth. Ganz egal, Sie haben tollen Klang und darauf kommt es ja an, wenn Sie auch so ein Musik- und Filmfan sind, wie wir das hier sind. Ha? Ja, absolut. Ich habe übrigens Geburtstag nächsten Monat und ich glaube, ich habe einen Wunsch, den ich ganz hoch oben auf meinen Wunschzettel schreibe. Fernseher habe ich, Beamer müsste ich mir noch mitnehmen, so unverschämt möchte ich gar nicht sein, aber für den Preis, die Soundbar ist eine richtige Ansage. Um die 300, 400 Euro geht normalerweise die Suche los, wenn du dabei bei den namhaften Herstellern schaust. Der Preis hierfür ist fast geschenkt. 75,91 Euro, unser Sonderpreis. Wow. PX1389, die Bestellnummer.